Ihr Lieben, kennt ihr das auch? Manchmal wünsche ich einen, der für mich sorgt, der mir den rechten Weg zeigt und mich unbeschadet durch Gefahren führt. Einen, der meinen Durst nach Leben stillt und nach mir sucht, wenn ich verloren gehe. Jesus, der gute Hirte, steht im Zentrum des zweiten Sonntags nach Ostern, zu dem ich Sie und Euch ganz herzlich zum Online-Gottesdienst in unserer Petrikirche begrüße. Das Neue Testament bekennt Christus als den guten Hirten, der das Verlorene nicht aufgibt und der sein Leben für das ihm Anvertraute lässt. Jeder Einzelne zählt. Die biblischen Texte, im heutigen Predigttext zum Beispiel Worte des Propheten Hesekiel, warnen aber auch vor schlechten Hirten, die nur an ihr eigenes Wohl denken, bei Gefahr davonlaufen und das Schwache nicht stärken. Da gilt es, sich an den guten Hirten zu halten und nach seinem Beispiel selbst auf andere zu achten. Nun wollen wir aber beten, singen und hören und Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht loslässt die Werke seiner Hände. Wir sprechen jetzt den Psalm 58 in einer Textübertragung von Peter Spangenberg. Wie sieht es in der Welt aus? Gelten die Menschenrechte? Gilt Gottes Recht? Richten sich die Mächtigen danach? Im Gegenteil, unsägliches Leid herrscht und vielerorts behandeln die Machthaber die Menschen wie Dreck. Die Verletzung von Gottes Recht ist zur Seuche geworden. Mein Gott, kannst du solche Menschen nicht den Giftzahn ziehen? Denn solche Leute haben taube Ohren und können den Zauber und das Wunder deiner beschwörenden Liebe gar nicht vernehmen. Ich merke, ich bin auf Vergeltung aus. Fast habe ich Rachegefühle. Aber es ist doch wahr, die mit ihren verkrüppelten Seelen zerstören doch alles. Irgendetwas muss doch geschehen, damit die Welt aufatmen kann und sagen: Ja, Gott regiert doch. Lasst uns beten. Gott, wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen. Dabei gehen wir oft ungerade Wege,
hören auf falsche Propheten und folgen schlechten Hirten. Wir sind auf einem Weg der Suche nach uns, nach dir, in uns, vor dir. Wir suchen nach Lösungen von Problemen, nach Bewältigung von Krisen, nach Halt in freiem Fall. Wir suchen nach einem Hirten, der uns Geborgenheit schenkt, der uns sucht, wenn wir verloren gehen, der uns weidet, wenn wir hungern nach Gerechtigkeit, der uns schützt, wenn Gefahr droht. Wir suchen dich, Herr. So bitten wir dich, leite du uns, begleite uns auf unseren Lebenswegen durch Jesus Christus, den wahren Hirten, dem wir uns anvertrauen wollen. Räume du beiseite, was uns von dir trennt. Sei du bei uns in dieser Stunde, öffne unsere Ohren und Herzen, damit dein Wort uns erfüllt und tröstet. Lass uns die Kraft deines Geistes erfahren, damit wir den Weg des Lebens finden. Dies bitten wir im Namen Jesu Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heutigen Sonntags steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ich lese die Verse 21 bis 25. Denn dazu hat euch Gott berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat sein Leben lang keine Sünde getan, nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Beschimpfungen ertrug er, ohne mit Vergeltung zu drohen. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Früher seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir lesen aus dem Heidelberger Katechismus die Frage 110 und 111. Was verbietet Gott im achten Gebot? Gott verbietet nicht nur Diebstahl und Raub, die nach staatlichem Recht bestraft werden. Er nennt Diebstahl auch alle schliche und betrügerischen Handlungen, womit wir versuchen, unseres Nächsten Gut anzubringen. Sei es mit Gewalt oder einem Schein des Rechts, mit falschem Gewicht und Maß, mit schlechter Ware, gefälschtem Geld und Wucher, oder mit irgendeinem Mittel, das von Gott verboten ist. Er verbietet auch allen Geiz und alle Verschwendung seiner Gaben. Was gebietet dir aber Gott in diesem Gebot? Ich soll das Wohl meines Nächsten fördern, wo ich nur kann, und an ihm so handeln, wie ich möchte, dass man an mir handelt. Auch soll ich gewissenhaft arbeiten, damit ich dem Bedürftigen in seiner Not helfen kann. Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommen wird. Amen. Oha, ihr Lieben, heute gibt's Regentenschelte. Und das in einer Zeit, in der sich Bund und Länder darüber streiten, wer wie viel Kompetenzen zur Bekämpfung der Pandemie besitzen soll. Bisher hatten die Bundesländer mit ihren Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen immer das letzte Wort. Das soll nun durch eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes anders werden.
Man darf gespannt sein, wie am Ende das Ergebnis aussehen wird. So oder so wirft das Prozedere aber die Frage auf, inwieweit die Regierenden ihrer Verantwortung gerecht geworden sind, Schaden vom Volk abzuwenden. Denn stünde das nicht im Hintergrund der Machtdebatte, hätten wir sie nicht. Irgendwer ist der Meinung, dass es hätte anders, besser laufen können. Wenn nicht, ja, wenn nicht was? Wenn es keinen Wahlkampf geben würde? Wenn es keine Kanzlerkandidaturenfrage innerhalb der Union gäbe? Wenn die Länder einheitlich reagiert hätten? Wenn der Bund sich komplett rausgehalten hätte? Ganz gleich, wie man zu diesen Fragen Stellung bezieht, sie stehen im Raum. Und damit sind wir nicht sehr weit vom Thema und vom Predigttext für diesen Sonntag entfernt. Denn auch da geht es um die Frage, wie gut oder wie schlecht sich die Herrschenden um ihr Volk gekümmert haben und welche Konsequenzen Hesekiel deswegen anzukündigen hat. Regentenschelte, ja, aber auch versteckte und notwendige Selbstreflexion. Hören wir den Predigttext aus dem 34. Kapitel des Buchs Hesekiel. Kaya und Ben werden uns die Verse 1 bis 16 und den Vers 31 in der neuen Übersetzung der Basisbibel lesen. Das Wort des Herrn kam zu mir. Du Mensch, rede als Prophet zu den Hirten von Israel. Ja, rede als Prophet und sag zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott, der Herr, die Hirten von Israel. Ihr weidet euch ja selbst. Weiden Hirten sonst nicht die Schafe? Ihr aber esst das Fett und macht euch Kleider aus der Wolle. Doch ihr weidet die Schafe nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und die Kranken nicht geheilt. Verletzte habt ihr nicht verbunden und verirrte Schafe nicht eingefangen. Schafe, die sich verlaufen haben, habt ihr nicht gesucht. Mit Stärke und Gewalt wolltet ihr sie beherrschen. Sie haben sich zerstreut, weil kein Hirte da war, und wurden zum Fraß für alle Raubtiere. Ja, so haben sie sich zerstreut. Meine Schafe verirrten sich in den Bergen und zwischen den hohen Hügeln. Über das ganze Land sind meine Schafe verstreut, doch niemand fragt nach ihnen und niemand sucht sie. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn, bei meinem Leben, Ausspruch von Gott, dem Herrn. Meine Schafe sind zur Beute geworden und meine Herde zum Fraß für die Raubtiere. Es war ja kein Hirte da. Meine Hirten kümmerten sich nicht um meine Schafe, sondern weideten sich lieber selbst. Nein, meine Schafe weideten sie nicht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, ich gehe gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich sorge dafür, dass sie nie wieder Schafe weiden. Auch sich selbst werden die Hirten nie mehr weiden. Ich befreie meine Schafe aus ihrer Rache. Sie werden ihnen nicht mehr als Nahrung dienen. Ja, so spricht Gott, der Herr. Seht her, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Ich mache es genauso wie ein guter Hirte, wenn seine Schafe sich eines Tages zerstreuen. Ja, so werde ich mich um meine Schafe kümmern. Ich rette sie von allen Orten, an die sie zerstreut waren, an dem Tag, der voll finsterer Wolken sein wird. Ich führe sie weg von den Völkern und sammle sie aus den Ländern. Ich bringe sie zurück in ihr eigenes Land. Ich werde sie auf den Bergen und Tälern Israels weiden, an allen Weideplätzen des Landes. Ihr Weideland wird auf den hohen Bergen Israels liegen. Ja, ich lasse sie dort auf gutem Weideland lagern. Auf den Bergen Israels finden sie eine grüne Weide. Ich weide meine Schafe und ich lasse sie lagern. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Verirrte suche ich und Verstreute sammle ich wieder ein. Verletzte binde ich und Kranke mache ich stark. Fette und Starke aber vernichte ich. Ich weide sie nach Recht und Gesetz. Ihr seid meine Herde, ihr Menschen, ihr seid die Herde auf meiner Weide, und ich bin euer Gott. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn. Herzlichen Dank euch beiden für das Vorlesen dieses sicherlich langen und komplizierten Textes. Liebe Gemeinde,
Heute ist der Hirtensonntag. Es geht um Gott als den guten Hirten. Wir haben gerade den Psalm 23 in der Choralversion gehört. Wir alle kennen ihn mehr oder weniger, mussten, konnten oder durften ihn im Konfi-Unterricht auswendig lernen. Auch wenn er nicht immer wortwörtlich präsent ist, hören wir die ersten Worte, klingt uns der Text vertraut und wir fangen an, vorsichtig mitzusprechen. Der Prophet Hesekiel bemüht genau dieses alte Bild vom Hirten und den Schafen. Vielleicht haben wir aber mittlerweile ein eher romantisierendes Bild vom Alltag eines Schäfers. Das schlägt sich in der Musik zum Beispiel nieder. Zu Beginn hörten wir eine Pastorale, eine sogenannte Hirtenmusik. Wiegend und tänzerisch wirkt sie auf uns. Und mit einem sehr profanen Hintergrund sprechen wir auch gerne mal hinter vorgehaltener Hand von einem Schäferstündchen. Bei all diesen Assoziationen bleibt aber auch die Überzeugung, dass zwischen dem Hirten und seiner Herde ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht. Bernhard Speller wies in seiner kurzen Pause bei Petri am vergangenen Mittwoch unter anderem gerade auch auf diesen Aspekt hin. Der Hirte ist dafür verantwortlich, dass kein Schaf verloren geht, dass ausreichend Wasser gefunden wird und dass kein Tier gerissen wird. Natürlich hat der Hirte auch ein gewisses Eigeninteresse am Wohl seiner Herde. Schließlich garantiert sie seinen Lebensunterhalt. Dennoch haben wir bei dem Bild eines Hirten mit seiner Herde nicht das eines Ausbeuters mit seinen Sklaven und Unterdrückten vor Augen, sondern eher das eines sich verantwortungsvoll kümmernden gegenüber dem ihm anvertrauten Leben. Und genau so, liebe Gemeinde, ist das Bild, das der Prophet Hesekiel zeigt, gemeint. Und genau so dürfen wir es interpretieren und daraus unsere Schlüsse ziehen. Eine Idylle, liebe Gemeinde, bedient unser Predigttext aber wie gesagt in keiner Weise. Es handelt sich hier um einen sogenannten Gerichtstext. In diesem Text ist nüchterne Abrechnung angesagt, die oft zitierte klare Kante. Es ist eine hochpolitische, bis heute aktuelle Gebrauchsanweisung des Miteinanderlebens. Fehler erkennen, diese benennen und daraus lernen. Nur so ist ein Neuanfang, eine Umkehr oder eine Reformation möglich. In unserer derzeitigen Krise werden der oder die belächelt und nahezu verhöhnt, die Fehler zu geben. Das erging dem Gesundheitsminister so, der schon zu Beginn der Pandemie von möglichen ungewollten Fehlern sprach, die man im Nachhinein entdecken wird. Und das erging der Kanzlerin ebenso. Hesekiel, ihr Lieben, richtete diese Worte an die von Babyloniern deportierte Bevölkerung Judäas, der für die Babylonier profitablen Oberschicht. Im Exil musste dieses entwurzelte Volk mit ansehen, wie ihre Heimatstadt Jerusalem und der Tempel durch die babylonischen Truppen zerstört wurden. Ein Volk in einer Krisensituation, so wie wir heute. Die Deportierten suchten nach Erklärungen, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Einige flüchteten sich in Ausreden wie: Die Babylonier seien wie eine Naturkatastrophe über sie hergefallen. Mitnichten. Hesekiel prangert an und sagt: Es ist euer Eigenverschulden und die Folge, dass ihr den Machtmissbrauch durch eure Machthaber euch habt gefallen lassen. Und dazu wählt er den Vergleich mit dem Hirten. Zu Hesekiels Zeiten war der Vergleich der politischen Machthaber und Könige mit einem Hirten geläufig. Und er klagt hier diejenigen an, die ihr Amt missbrauchen. Sie weiden sich selbst und nicht die Schafe, sondern haben diese mit Macht und Gewalt niedergetreten, heißt es im Verlauf des Textes. Sind diese Worte, liebe Gemeinde, tatsächlich über 2.500 Jahre alt? Für mich klingen sie hochaktuell. Eine zugegeben antiquierte Sprache mit viel zu vielen Wiederholungen. Dennoch brisant, provozierend und eindeutig.
wie aus einer Nachrichtensendung oder einer guten politischen Talkshow. Schauen wir in die Krisen- und Kriegsgebiete im Nahen Osten, müssen wir mit Erschrecken feststellen, dass dieses System des Amtsmissbrauchs, des falschen Hirten also, noch genauso gut funktioniert wie seit eh und je. Heute sind mehr Menschen auf der Flucht und verstreut als jemals zuvor. Warum? Entstand diese Krisen und Kriege alle per Zufall oder durch Naturkatastrophen? Liebe Gemeinde, da läuft auch vor meinem inneren Auge ein Film ab, der die Erinnerung an das Geschehen im Juni 2020 in den USA wachruft. Es ist mitten in der Corona-Krise in den Vereinigten Staaten. Weltweit haben die USA die meisten Corona-Erkrankten und damals mit mehr als 100.000 Menschen die meisten Toten. Doch damit ist nicht genug. In Minneapolis kommt George Floyd, ein Afroamerikaner, bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz ums Leben. Nein, es ist kein Kollateralschaden. Ja, es ist bewusster Mord. So sehe ich das zumindest. Er war gerade einmal 46 Jahre alt. Der Einsatz löste Proteste und Demonstrationen aus. Und der damalige Präsident? Mr. Trump ging demonstrativ in die Kirche und posierte mit einer Bibel in der Hand. Er inszenierte sich als großer Held und Herr der Lage. Aber sein grotesker Auftritt, anders kann man ihn nicht benennen, spaltete die Gesellschaft nur weiter. Er schwappte sogar bis nach Europa, sogar bis nach Deutschland rüber. Wehe den Hirten, die sich selber weiden. Auf die da oben in Politik und Wirtschaft zu schimpfen, liebe Gemeinde, geht schnell, leicht und oft auch gerne von der Hand. Vieles fällt uns ein, über das wir uns ärgern können. Über Ungerechtigkeit, Steuerlast, ein unlogisches und nicht durchschaubares Krisenmanagement in der Pandemie und einiges mehr. In kirchlichen Bezügen ist das sehr ähnlich. Warum entscheidet unser Presbyterium gerade so und nicht anders? Die in Bielefeld können nur verwalten und sind Gemeinde- und praxisfremd. So und anders lauten Argumente, berechtigt und unberechtigt. Auf die da oben zu schimpfen, ist ja auch irgendwie bequem. Denn dann kann ich mich ja in meiner eigenen Verantwortung weitestgehend zurückziehen. Und sicherlich ist es andererseits auch keine Frage, die Verantwortlichen kritisch zu begleiten, gehört in einem demokratischen Staat dazu und zeichnet ihnen diesen auf diese Weise aus. Auch in der evangelischen Kirche ist Kritik wichtig. Ja, sie ist Ausdruck davon, dass es uns nicht egal ist, was passiert, sondern dass wir uns Gedanken machen, dass wir mitdenken und uns die Sache wichtig ist. Dennoch, ihr Lieben, ist es eine schnelle Versuchung, mit dem Finger auf andere zu zeigen, statt auch sich selber zu fragen, wo man sich vielleicht einbringen könnte oder welche Mitverantwortung man tragen kann. Liebe Gemeinde, die Rede von Gott als dem guten Hirten hält aber auch mir und dir den Spiegel vor. Wo kreise ich denn nur um mich selbst? Wo versuche ich, mein Schäfchen ins Trockene zu bringen, statt den Vorteil auch für andere zu suchen? Auch ich werde gefragt, weide ich nur mich selber oder auch die, die mir anvertraut oder nahe sind? Bemühe ich mich nur darum, dass es mir selber gut geht, dass ich mich nicht mit dem Virus infiziere? Oder bemühe ich mich auch um das seelische und körperliche Wohl meines Mitmenschen? Menschen, die uns anvertraut und nahe sind, finden wir in Familie und Freundeskreis, im Arbeitsumfeld, in der Gemeinde oder beim Hobby. Manchmal auch einfach im Vorübergehen auf der Straße. An vielen Stellen sind wir gefragt, Hirtinnen und Hirten zu sein. Wenn wir Hesekiels Text ernst nehmen wollen, müssen wir uns fragen, ob wir das Schwache stärken, das Verlorene suchen, das Verwundete verbinden und das Kranke heilen? Wirklich?
Tun wir das? Wie erfolgreich ist das, salopp gesagt, christliche Unternehmen, in dem wir gemeinsam stehen und arbeiten? Damit sind nicht nur die Oberhirten in Bielefeld oder woanders gefragt. Es stimmt sicherlich, dass sie die Verantwortung tragen und Fragen mit einem klaren und eindeutigen Ja oder Nein beantworten sollten. Aber im christlichen Glauben steht jede und jeder auch für sich selbst in der Verantwortung. Dazu sind wir alle mündig und bevollmächtigt. Dafür gibt uns Gott Tag für Tag sein Wort und seinen Segen. Wir sind als Christinnen und Christen aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen, indem wir den rechten, den richtigen und gerechten Weg gehen, den Jesus uns vorgelebt hat. Er gab uns das Gebot der Liebe zu Gott, zu unserem Nächsten und zu uns selbst. In den Seligpreisungen der Bergpredigt lehrte er uns, Gewaltfreiheit und bestehende Ungerechtigkeiten zu entlarven und gegen sie einzutreten. Bei der Speisung der 5000 am See Genezareth lehrte er uns das Teilen. Jesus entschied sich für den Weg ans Kreuz, denn es war der rechte Weg, den Gott ihm vorgab. Selbst auf diesem schwersten aller Wege vertraute er seinem Hirten. Dieser Weg führte in den Tod und in die Auferstehung, in die Verheißung Gottes. Diese Auferstehung ist die Wahrheit, dass Gott die Welt von Grund auf verändern wird, sie auf den Weg zu Frieden und Gerechtigkeit bringen wird. Und so, liebe Gemeinde, verstehe ich auch Gottes Wort durch Hesekiels Rede, nämlich, dass wir aufgefordert sind, den Weg des rechten Hirten nachzugehen. Wir sind aufgefordert, wachsam zu sein, uns einzumischen und zu widerstehen. Nicht nur für uns, sondern für jede und jeden und überall dort, wo Missbrauch, Ungerechtigkeit und Willkür herrschen. In Lebensgemeinschaften, Schulen, Betrieben, Kirche und der Politik. Ich vertraue darauf, dass ich dieses nicht alleine tun muss. Gott ist bei uns und behütet uns. Er kennt dich und er kennt mich mit unseren Stärken und Schwächen. In der Verirrung wird er für dich und für mich da sein, damit wir nicht umkommen, sondern umkehren. Ich glaube, im Kindergarten habe ich dieses Lied in der Umdichtung des Psalms 23 gelernt. Die erste Strophe lautet: Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Ihr Lieben, das macht Mut. Mut zu hinterfragen, Mut sich einzumischen, Mut zu verändern in der Gewissheit, dass eigentlich jeden Tag Ostern geschieht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Beten und Fürbitte halten. Unser Hirte bist du, Herr. Du willst, dass niemand verliert, keiner sich verliert und nicht einer verloren gehe. Gnädiger Gott, hilf den Menschen, die auf der Suche sind nach Sinn und Ziel in ihrem Leben, die auf der Flucht sind vor einem Leben, das nur Tod und Zerstörung kennt. Hilf den Menschen, die unter den Rädern einer Leistungsgesellschaft leiden, die kaputt zu gehen drohen. Allmächtiger Gott, du besiegst die Angst. Wir bitten dich um Mut, damit die Mächtigen ihrer Verantwortung gerecht werden, damit die Streitenden sich versöhnen, damit unsere Kinder hoffnungsvoll leben. Hilf, dass die in Wirtschaft und Politik Mächtigen endlich bereit sind, Schulden zu erlassen und wahre Hilfe zu leisten. Nimm auf deine Schulter die, die sich nicht beirren lassen und Gutes tun. Heilender Gott, nimm dich unserer Kranken und Schwachen an, so wie ein Hirte das kranke Schaf auf seine Schultern legt. Lass sie erfahren, dass du sie trägst. Heile sie an Leib und Seele. Nimm auf deine Schulter die, die trauern, und tröste sie. Nimm auf deine Schultern die, die anderen beistehen und sie pflegen. Gütiger Gott, sende uns als deine Boten der Liebe in eine lieblose Welt. Schenke uns Worte, die gehört werden, und lass uns handeln, dass Menschen deine Nähe spüren. Sammle Junge und Alte, Fröhliche und Trauernde, Lebensmutige und Lebensmüde, und lass uns eine Gemeinde werden, in der dein Frieden Wirklichkeit wird. Barmherziger Gott, bleibe bei den Menschen, die mitten unter uns leben, aber sich einsam fühlen. Bewahre die Menschen, die Angst haben vor dem Leben. Jesus Christus, du bist der Friede, der die Welt verwandelt. Herr, sprich und verwandle die Herzen, damit Frieden wird. Sprich und rühre die Gewissen an, damit die Hungernden satt werden. Sprich und mahne zur Gerechtigkeit, damit auch die Armen geimpft werden. Deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Treue teile unter uns aus, bei allen, die uns verbunden sind, nah und fern. Du bist der gute Hirte, dir vertrauen wir uns an. Und in einem Moment der Stille bringen wir vor dich, was unsere Seele von dir erbittet. Und gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
neue Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht über dich und schenkt dir Frieden. Amen.